Wir sind zurück bei Ostriff und mir, Zigaro. Dankeschön, dass ihr auch dabei seid. Heute ist Wochenende. Und deswegen gibt es heute anstatt Zootopia direkt, das gibt es vielleicht nachher oder morgen, noch eine Folge Ostriff. Ganz kurz Mikro gerichtet, ich hoffe, das war nicht zu laut. Und jetzt geht's auch schon los. Wir benötigen Nägel für den Bau dieses Warenhauses hier unten. Wie viele Nägel braucht denn das Haus noch? 34. Schön, schaut mal, der hat sogar einen Baum jetzt hier vorm Haus stehen. Die Gärten wandeln sich sogar ein bisschen. Jetzt haben hier mittlerweile alle, die so einen großen Bereich haben, einen Garten angelegt. Nur die Häuser hier halt nicht. Ich weiß nicht, ob das hier vorne zählt, ob die wirklich ein bisschen was für sich anpflanzen. Aber ich glaube schon fast nicht. Und das andere ist, die haben Wassermangel gerade. Und holen aber nichts. Jetzt haben sie geholt, okay. Sehr schön, ist fertig. Wir lagern jetzt hier ein Feuerholz, wir lagern ein Thatch, Holzkohle und Eisen. Ist gar nicht so schlecht, dann kann ich mich dieses Zelt hier, das, wenn das Eisen dahin gebracht wird, kann ich dann nämlich dieses Zelt abreißen. So, jetzt haben wir zwei Marktstände, die das anbieten, alles. So, jetzt haben wir angegeben, dass das geleert werden soll. Und weg ist es. Das wäre sogar so oder so verschwunden, finde ich gut. Das heißt, wenn wir das Haupthaus bauen, verschwindet auch das Camp Center. Ist da ein kleines Wegschild? Nee, es gehört dazu, okay. Und sonst hier, mal kurz gucken. Die Felder sind alle gut im Wachstum. Die halten nächstes Mal her, das heißt, danach können wir zwei Feldern das Wachstum wieder, also können wir wieder sozusagen einmal ein Jahr Ruhe gönnen. Ach, schaut an. Hier wird das Wohnhaus sogar gerade hochgezogen. Ja, mit so viel Bauarbeitern und wenn es läuft und es nicht gerade Winter ist, geht so ein Bau halt viel schneller vonstatten, ne?
So, jetzt haben wir hier unten den Brunnen. Zusätzlich entsteht ja auch noch eine Kapelle hier. Dann laufen die hier rum. Dann zweimal für Wasserbrunnen, die gebaut werden. Na, ich sehe gerade, hier kann alles hochgebaut werden. Schaut mal. Die arbeiten und sie gucken ihren Männern dabei zu. Sehr schön. Eine Dorfgemeinschaft halt. Man schaut, was die anderen auch mal machen, man redet. Angenehmes Gefühl insgesamt, was das Spiel vermittelt. Ich finde es immer teilweise schön, es einfach so laufen zu lassen. Einfach zu beobachten, wie so ein Gebäude gebaut wird. Also ich glaube, wenn, wie gesagt, wenn dieses Spiel Mods bekommt oder Add-ons irgendwann, wenn das wirklich anläuft und immer mehr Leute es mögen, das Team vielleicht größer wird und so ein Content entsteht auf diese Bauart, also dann ist das ein Spiel, wo man noch mehr Stunden versenken kann. Und wenn hier tatsächlich sogar noch militärische Sachen dazukommen, wir haben ja hier unten diesen Punkt, Government. Da wird ja noch einiges dazukommen. Wir haben ja sogar den Punkt Health noch gar nicht angefangen. Und da bin ich gespannt, was alles noch möglich ist. Auf jeden Fall soll auch Schutz ein Thema sein. Wenn nicht sogar Schutz von innen heraus, also sprich so eine Art Polizeikraft oder so, die hier dann arbeitet. Ich bin gespannt. So, und wie wir sehen, das nächste Gebäude ist diese Kapelle. Ich glaube, die kann auch so gebaut werden jetzt. Jetzt soll das Ding gebaut werden. Die Fischer sind auch draußen. Und ich bin auch gespannt, wann die ersten Bewohner wieder hinzukommen, die dieses Haus hier also einziehen werden, sagen wir es so. Die Felder hier werden auch bald, denke ich, geerntet. Eigentlich haben wir alles vorbereitet. Es wird sich ändern, habe ich gehört, in Bezug auf finanziell. Derzeit machen wir halt Minus.
350 das Jahr, das heißt, da müssen wir noch unbedingt was rausholen. Müssen wir halt auch mal schauen, wann hier das erste Mal Händler kommen. Die kommen aus freien Stücken oder weil wir Dörfer besuchen. Wir brauchen eigentlich echt mehr Leute jetzt. Also ich würde mal die Jobs so lassen, weil wir brauchen mehr Leute, die hier leben. So. Hier fehlt es an Thatch, aber da haben wir genug. Was wurde denn hier jetzt schon eingelagert? So, jetzt haben wir eingestellt, dass hier auch erstmal was eingelagert wird. Und das war es jetzt auch hier. Das heißt, hier kann jetzt durch die beiden Bauarbeiter dieses Gebäude nach und nach errichtet werden. Bin ich mal gespannt. Wir brauchen hier sogar einen Manager, damit das alles funktioniert. Wir brauchen insgesamt einfach mehr Leute jetzt. Deswegen ist es auch gut, wenn wir jetzt hier die Häuser bauen. Wir müssen auch gucken, dass wir viele Wohnhäuser im Winter hochziehen. So unangenehm das ist, weil dadurch kommen die Arbeitskräfte von den Fischern wieder dazu. Ärgerlich ist halt, dass die Frauen nicht als Fischer agieren oder auch bauen. So, es reift. Das ist doch hübsch, oder? Was meint ihr? Sieht immer wieder schön aus, wenn man sich das anschaut. Auch wenn es die Zoom-Stufen noch ein bisschen smoother, ruhiger anfahren könnte, auch die Kamerabewegung mit der rechten Maustaste,
Ich bewege die Maus ja kaum stark. Die ist halt auch noch sehr hackelig und sehr aggressiv. Das müsste sich auch eigentlich noch ein bisschen verändern. Wir sehen gerade, hier sind ja auch Leute eingezogen. Das ist schon mal sehr gut. Also wir sind jetzt gespannt, wann die nächsten Leute hier unten in dieses Haus einziehen. Und wie es dann weitergeht mit den anderen Wohnhäusern. Jetzt muss erstmal hier unser kleiner Brunnen muss erstmal errichtet werden. Waren werden vorbeigebracht, also Hölzer. Und ich glaube auch kurz, dass jemand Nägel bringt. Da. Wo geht der hin? Ach, wurde noch mal was benötigt, ja. Interessant. Ach, schaut an, da kommt eine Familie und zieht ein. So, das nächste Haus, was im Bau ist, jetzt mit vier Leuten, ist dieses. Wir haben jetzt vier Bauarbeiter. Ach, und die Felder werden geerntet. Jetzt kann man das endlich mal wieder zeigen. Und das geerntete Zeug wird dann hier erstmal abgelegt auf dem Feld und wird dann von den Leuten rausgetragen. Genauso wie hier auch die Kartoffeln. Hier unten auch noch Buckwheat. Ja, wunderbar. Okay, Leute, ich wünsche euch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der ganzen Sache. Wir sind ja wieder mit den Häusern ganz schön vorangekommen. Und ich würde sagen, bis bald. Macht's gut. Tschüss.